Wir hatten schon mal gesagt, aber trotzdem viel Spaß jetzt bei diesem kleinen Video. Ja, Mann, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, in diesem Jahr. Da gibt es, ich hoffe, ich mache alles richtig, aber es müsste... Musst du anbauen, ne? Muss ich anbauen hier. Das Spielstick, das werdet ihr schon gesehen haben. Wir haben es... Ich glaube irgendwie nach 10. Ja, 10.12 Uhr. Und jetzt hat er der Kanal und ab und zu kommt ein Schiff. Wenn wir mit Frühstücken fertig sind und irgendwas anderes machen. Wahrscheinlich geht gerade nicht. Ja, kommt das andere Schiff. Wir da draußen haben. Ja, es ist sehr, sehr kalt. Und da gibt es heute. Soll ich das sagen? Soll man merken? Ja, ist halt nicht so ganz süßig. Ist keine Werbung. Aber die bei uns so ein Spruch, ich weiß nicht, ob ich den auch kenne, über... Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir wollen tatsächlich zu einem Kanal, irgendwo war da ein Kanal, und zwar Richtung... Lüneburg. Viel Spaß bei diesem Video. Wir schreiben Freitag, den 24. Januar. Wir haben es 10 vor 3. Es geht wieder los. Gott sei Dank. Yippie! Wir waren jetzt 3 Wochen, glaube ich, nicht unterwegs mit dem Bulli und wir müssen raus. Man glaubt es gar nicht. Man hat 3 Wochen jetzt gearbeitet und man sagt schon... Man hat dann mal langsam Fernweh. Ja, es reicht auch aus. Also wir könnten eigentlich jetzt in den Jahresurlaub gehen und dann in die anderen Urlaube. Also eigentlich... Bin ich mit dabei. Ja, wir haben ja gesagt, es geht nach Lüneburg. Wir lassen uns mal überraschen. Wir haben ja Park von Night da irgendwelche Plätze gefunden. Die wollen wir auschecken. Aber erstmal geht es wie immer am Anfang der Reise zum Einkaufen. Wir brauchen ein bisschen Lebensmittel. Und ja, dann melden wir uns entweder nach dem Lebensmitteleinkauf oder... irgendwo unterwegs. Lasst euch einfach überraschen. Und ja, wie gesagt, wir hatten schon mal gesagt, aber trotzdem viel Spaß jetzt bei diesem kleinen Video. So, der Einkauf war erfolgreich. Und wir suchen jetzt den Platz bei Lüneburg. Es war an einem Kanal, so viel kann ich dir sagen. Mehr weiß ich nicht. Ja, auch wir erleben jetzt ganz offiziell, weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir beim Bäcker waren, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. In diesem Jahr. Ach nee, ich war schon öfters beim Bäcker jetzt, aber da wurde es nicht, da haben sie den nicht ausgedruckt, den Bon, und hier werden die Bons ausgedruckt. Für 2 Euro ein Bon. Leute, ihr seid doch nicht ganz dicht. Also da habe ich auch kein Verständnis für. Ja, noch nicht mal 2 Euro. Nicht mal 2 Euro. Für noch nicht mal 2 Euro brauchen wir einen Bon. Nein, brauchen wir nicht. Also da stehen jetzt überall Kisten und ja, das war der nicht. Nee, das war der nicht. Ich bin auf der Suche nach einem Stellplatz, nach dem, den wir schon uns mal rausgesucht haben. Sieht auch sehr nett aus, aber war er nicht. Tja, war er nicht. Sollte man vielleicht mal so anhaken, dass man da war. Dann kann man schon mal gucken, dass man da war. Ja, wir, wie gesagt, suchen jetzt den Stellplatz raus. Und wahrscheinlich muss ich da helfen, weil er sehr angestrengt guckt, wie ich sehe. Das ich bin auch bei Lübeck und nicht Lüneburg. Ein bisschen weit. Okay, haben wir das mal geklärt, ja. Gut, also wir wollten nach Lüneburg. Genau. Nicht Lübeck. So, mal gucken, ob er das hinkriegt. Und ja, entweder melden wir uns jetzt von unserem Platz, falls er den da findet. Oder, ja, mal sehen. Ich glaube, da ist er. Ist er das? Ja. Da ist er. Oh, er hat ihn gefunden. Also entweder melden wir uns von dem Platz, den er da gerade gefunden hat. Oder nochmal zwischendurch, weil ich weiß gar nicht, wie lange brauchen wir denn? Das kannst du ja doch nochmal ermitteln. Das kriegen wir raus. Navigation, starten, los geht's. Und dann schauen wir mal, wie lange sollen wir? Na ja. 1:41. Und das über die Autobahn. Ja, die A7 ja, mal wieder. Die 7 schon wieder. Also, ihr werdet es sehen, ob wir Stau haben oder nicht. Wir offiziell nicht. Im Moment sieht's gut aus, mal gucken. Ich glaube da noch nicht dran. Aber lass uns probieren. Und wir melden uns dann wieder, wenn wir in der Nähe von Lüneburg sind. Bis später. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this no being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never play.
But I am so, so done. Ja, willkommen aus nicht Lüneburg. Nee. Und es nieselt ganz schön, merke ich gerade. Das sieht man so schön durch das Licht flackern. Mhm. Und ja, wir sind vielleicht an unserem Endplatz, aber laut Navi nicht. Navi müssen wir da noch in die Richtung 250 Meter. Da laufen wir jetzt hin. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal schauen, was da uns gewinnt. Ja, mal gucken. Ja, der Weg hierher. Ich sehe nur nichts, wo ich hinlaufe. Ja, hier gibt es ja. An sich ist es sauber. Also, die Beschreibung bei Park von Night, die passt schon mal. Ja, also, tipptopp. Also, schlechte Straßen oder beziehungsweise schlechte Anfahrt, aber sehr schön. Also, bisher ist es ruhig hier und klar, die Anfahrt ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr holprig und sehr viele Bodenwellen. Genau, und wir laufen jetzt halt nochmal den Weg lang hier, um zu schauen, ob es der eigentliche Platz, der da kommen könnte, besser ist. So vom Fußmarsch würde ich jetzt erstmal... Ist es sehr sandig, also wir können ja mal... Also ich würde eher sagen, dass das nichts wird hier. Ja, aber wir gucken mal, also wir werden da jetzt mal kurz hin. Laufen. Auf jeden Fall hätte ich hier LTE. Wir hatten eben ein bisschen Schwierigkeiten mit Internet. Ja, aber das war es auch schon wieder. Der Herr Kollege hat kein Internet. Ja, jetzt habe ich wieder Edge-Netz, ich muss schauen. Also, das muss also wir müssen auf der Bodenwelle da oben stehen bleiben, da hat er dann LTE. Vielleicht reicht es ja aus, dorthin zu gehen, wo das Wasser ist. Wir schauen mal, wir melden uns gleich. Genau. So, wie ihr seht, wir sind wieder in unserem Camper drinnen, in unserem Bulli. Und ja, das war da nichts mehr. Also, das funktioniert nicht so ganz, was die GPS-Koordinaten da angeht bei Park4Night. Aber der Platz ist hier gut. Der ist auch eigentlich gemeint. Das ist der auch, genau. Und ja, oh, das ist so kalt draußen. Das Problem ist aber nicht die Kälte, sondern diese Feuchtigkeit. Es mieselt ganz leicht und das ist sehr, sehr, sehr feucht. Also das macht es sehr kalt. Ja, dementsprechend haben wir für morgen schon gesagt, werden wir erstmal in Ruhe aufstehen. Dann werden wir erstmal was suchen müssen. Das heißt, wir heißt erstmal den Weg da wieder lang, weil Internet ist hier mehr schlecht als recht. Um halt zu gucken, wo hier ein Bäcker in der Nähe ist. Dann fahren wir wieder hierher, werden in Ruhe frühstücken. Weil bei dem Wetter müssen wir auch noch nicht in die Stadt rein. Das macht keinen Sinn. Weil, naja, ne? Es soll besser werden. Das habe ich schon gehört. Ja. Morgen, wenn das Wetter auch besser ist, zeigen wir euch was. Wir stehen hier direkt am Elbe-Seitenkanal. Schiffchen sind momentan nicht zu sehen. War vorhin schon eins. Eins war schon zu sehen, aber so viel ist der Elbe-Seitenkanal ja eh nicht befahren. Haben wir schon mal eine Reportage bei NDR gesehen dazu. Jo. So, Stefan, der macht auch was. Das sagt er aber euch selber, was er da macht. Ich mache Gyros. Das heißt Pfannengyros. Und ja, das werden wir schön auf dem Brötchen essen. Und dazu gibt es noch leckeren Krautsalat, selbstgemachten, mitgebrachten. Und ja. Also ein schnelles, einfaches Essen für heute Abend. Genau. Der Krautsalat ist nämlich so gemacht worden, dass ich den esse. Also da gibt es, ich hoffe, ich mache alles richtig, aber es müsste mein Schwiegerpapa gemacht haben. Ich vermute ja. Deshalb gibt es einen Daumen hoch dafür. Weil der war gestern schon lecker, heute hat er nochmal nachgezogen. Also ja, mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu berichten. Ich muss dann Brötchen aufschneiden, auch schon mal was machen und ja, dann melden wir uns zum Essen oder nach dem Essen. Ihr seid einfach gespannt.
Aber nicht nur ich, auch der Kameramann hinter der Kamera, der ist auch völlig fertig. Das Essen war richtig, richtig gut. Also der Krautsalat war gut. Die Schnitzel, die im Endeffekt jetzt zum Gyros geworden sind, die hat Stefan auch sehr gut gemacht. Und ich bin einfach so vollgefreten. Drei Brötchen. Also, wenn das so weitergeht, dann ist... Musst du anbauen, ne? Du musst sie anbauen hier. Das geht hier nicht mehr. Also, aber naja. Die Plauze. Es ist Winter, draußen ist kalt, da ist man froh, wenn man ein bisschen Fett auf den Rippen hat. Und ja, wir werden jetzt dieses ganze Kladderadatsch hier. Ich weiß gar nicht, ob Stefan das alles auf dem Bild hat. Das werden wir heute nur wegräumen. Wir werden nicht abwaschen, wir haben keinen Bock dazu. Das machen wir morgen, weil morgen ja so ein längerer Tag ist. Ja, und jetzt werden wir alles räumen und was wir danach machen, jo, das wird euch dann Stefan erklären, wenn wir das alles weggeräumt haben. So, also wir haben es uns jetzt sozusagen gemütlich gemacht. Wir werden jetzt, genau, der Marcel hat schon mal das Bett nochmal gefilmt. Ja, ist doch irgendwie immer das Schönste, das Bett. Es ist halt immer sehr kuschelig und sehr schön. Und wir werden jetzt noch einen Film gucken. Vorweg werden wir aber ein Video uns noch anschauen, was wir heute noch gerendert haben. Das ist hier auf dem USB-Stick. Das werdet ihr schon gesehen haben, würde ich sagen. Ich glaube schon. Und zwar geht es da, wir packen unseren Bulli und nehmen mit. Also von daher, seid gespannt auf das Video. Oder ihr habt es halt schon gesehen, das müssen wir mal sehen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als gute Nacht und ihr seht jetzt eine Uhr und wir sehen uns dann sozusagen morgen früh oder auch gleich wieder. Also bleibt dran. Guten Morgen. Guten Morgen. Weiß mal gar nicht, wie spät das ist. Moment, ich gehe wieder zurück. Ja. Es ist 8:45 bereits. Jo. Aber wir haben uns schon fertig gemacht. Ja, es fehlt aber noch das Frühstück. Also genau. Das werden wir. Wir werden uns jetzt Brötchen holen und dann heißt das ja wieder hier zurückfahren. Vielleicht einen Platz ein bisschen weiter vorne. Da waren auch noch ein paar Plätze. Mal schauen, ja, welcher Platz schön ist und. Auf jeden Fall war der Platz hier richtig schön ruhig. Ja. Also den werden wir euch auch da mal kurz einblenden. Mhm. Ja. Bei Parkconnect gefunden. Immer wieder eine tolle App. Und gerade im Winter sind nicht so viele unterwegs. Das heißt, es ist sehr selten, dass dann noch jemand noch dazukommt. Ja, das stimmt. Wobei es war genug Platz, also hier hätte auch noch jemand dazukommen können. Ja. Ja, wir fahren jetzt Brötchen holen und dann melden wir uns wieder, wenn wir wieder am Frühstücken sind. Bis gleich. Wir haben es, glaube irgendwie nach 10. Ja, 10.12 Uhr. Und jetzt fangen wir an zu frühstücken. Stefan macht gerade Ei, da liegt noch mehr rum. Brötchen, Rama, haben wir natürlich für mich die Butter wieder vergessen. Toll. Aber heute gibt es auch Lachs. Stefan isst heute Lachs. Also wir lassen es heute richtig gut gehen. Weil wir wollen erst gegen Nachmittag, also 13, 14 Uhr, in Lüneburg direkt sein. Wie gesagt, wir sind direkt am Kanal. Das zeige ich euch auch mal da. Da hat der Kanal. Und ab und zu kommt ein Schiff vorbei. Und ja, also das ist jetzt nicht der Platz, wo wir geschlafen haben. Das ist einer davor. Und ja, jetzt wird es erstmal ganz in Ruhe gefrühstückt. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir mit Frühstücken fertig sind und irgendwas anderes machen. Wahrscheinlich werden wir mal zum Kanal gehen. Vielleicht ist da was zu sehen. Mal sehen. Meine Lieben, wir stehen am Kanal und damit ihr seht, dass wir am Kanal stehen, ist da ein... Moment. Da kommt ein Schiff, also da hinten. Und das filmt euch jetzt Stefan, weil wir haben ein neues Spielzeug. Wir haben uns eine Osmo Action besorgt.
damit wir das auch können. Und das Lustige ist, die ganze Zeit, wir stehen jetzt hier seit 2 Stunden, kommt nicht ein Schiff. Da das eine Schiff und ich drehe mich da hinten irgendwo. Na, geht gerade nicht. Ja, kommt das andere Schiff. Also hier am Elbe-Seitenkanal, wenn mal Betrieb ist, dann ist richtig Betrieb. Das ist die Luca, weil es ja meistens, glaube ich, weibliche Schiffsnamen. Und ja, wie gesagt, da der Bulli, hier ein schöner Weg zum Radfahren, zum Joggen, alles da. Und wie gesagt, halt direkt am Kanal. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber da hinten bei der Brücke, da kommt das nächste Schiff. Und ja, da wird Stefan gleich nochmal was sagen und das werden wir jetzt abwarten. Und jetzt spielen wir mit der Osmo Action. Ja. Also das neue Ding hier, wo der andere Puschel dran ist, also dass wir auch immer verschiedene Szenen filmen können. Wie gesagt, er hat jetzt die Luca gefilmt. Und ja, wieder das ist unser Bulli. Da hinten. Und wie gesagt, das ist richtig schön hier. Aber es ist so schön, wir verlassen jetzt den Platz. Denn wir wollen jetzt nach Lüneburg, wir wollen uns die Stadt anschauen und wollen euch da mitnehmen. Genau, wir wollen euch da die Stadt mal auch zeigen. Also dementsprechend fahren wir jetzt los und bis später. Genau. So, ich glaube, man hört es. Hier ist es laut. Da fließt das Wasser lang. Schöne alte Gebäude hier. Genau, wir sind hier am Wasserturm. Wir stehen am Parkplatz Stadtmitte, ja, und da wollen wir jetzt hin, in die Stadtmitte. Schauen wir mal. So, hier ist es jetzt nicht mehr so laut, aber man kann hier schön diesen Wasserturm, Wasserburg oder wie Wasserturm. Es auch immer, Wasserturm sehen. Ja, an sich glaube ich eine ganz nette Lage hier. Gibt es dann auch ja, irgendwelche Apartments, da wollen wir Spielplatz. Aber nicht wissen, wie teuer die sind. Natürlich nicht. Das ist eine kleine Parkanlage hier. So, wir sind hier im, wie nennt sich das, Zentrum von Lüneburg. So war das, so hieß der Ort hier. Korrekt. Ja. Im Hintergrund sieht man die Kirche. Irgendeine Kirche, keine Ahnung wie die heißt. Und wir haben hier mittendrin den ZOB Bahnhof, also sprich Zentral Omnibus Bahnhof. Also das merkt man hier fahren so viele Busse umlang.
musst ja. du auch fast, dass die überfahren wird. Ja. Ich film mal rum. Genau, mach mal. Ich stehe das nicht. So, das ist der erste Einblick für also von Lüneburg. Wir suchen jetzt eine Apotheke und ja, dann melden wir uns wieder vom nächsten Spot. Bis gleich. So, angekommen auf dem Markt hier. Genau vor dem historischen Rathaus, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Viel Gewusel, normal auf dem Samstag halt. Ein schöner Altstadtmarkt. Oder Wochenmarkt, wie auch immer. So. Ja, jetzt fragt uns nicht, in welcher Gasse wir hier gelandet sind. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Historische Gebäude. Und alle sind sie mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei sind wir gar nicht in Münster. So. Jetzt sind wir an irgendeinem Fluss, wo wir immer noch nicht wissen, wie der überhaupt geheißt. Sollten wir mal. Keine Ahnung. Sollten wir gleich nochmal in Erfahrung bringen. Genau, das werde ich gleich machen in der Zeit, wo Stefan hier nämlich rumfüllen wird, weil wir haben hier schöne alte Boote. Ja, das müsst ihr euch echt anschauen. Also einen tollen alten Kran, tolle alte Gebäude und ja, so wie so ein Tor sozusagen, wo wir gerade durch sind. Aber das zeige ich euch jetzt gleich mal. Genau, du zeigst das und ich google mal, wie der Fluss ist. Das mach mal. So, wenn man jetzt hier sich das mal anschaut, also durch das Tor sind wir gerade durch. Hier gibt es irgendwie so einen Sperrdamm. Also so eine Stufe, wo das Wasser halt runterfällt. Schöne alte Gebäude. Also könnte ich mir gut vorstellen. Wir waren hier das letzte Mal im Sommer. Da war das schon sehr, sehr schön. Geradeaus zu die Boote, die alten. So eine alten Segelfrachtschiffe, würde ich sagen. Und dazu passend halt dieser Kran auf der rechten Seite. Ja. Sehr, sehr schön. Das hier ist wohl irgendwie so ein Restaurant oder sowas. Da stand es eben irgendwie im Biergarten, also das Schild. Naja. Schon schön hier in Lüneburg. So, der Marcel hat euch was zu sagen. So geht's besser, wenn der Puschel in die richtige Richtung ist. Ja, das auch. So, ich habe gegoogelt. Das ist die Ilmenau, einer der größten Flüsse durch die Lüneburger Heide. Ja, und der ist auch richtig gut wasserreich. Ja. Ich weiß nicht, hast du das da gezeigt, wo das überall herkommt? Ach so. Ja, wir können das ja nochmal kurz zeigen. Ja, und wir werden jetzt in die Richtung da gehen, über die Brücke. Und ja, am Kran vorbei sozusagen. Am Kran vorbei und schauen uns einfach mal weiter die wunderschöne Lüneburger Innenstadt an mit den ein oder anderen komischen Menschen. Genau. So, Marcel, was sehen wir denn im Hintergrund? Das ist die St. Nikolai-Kirche. Die hat auch schöne Gäste rundherum, also wie allgemein man sagen muss, dass Lüneburg eine sehr, sehr, sehr schöne Altstadt hat, viele alte Fachwerkhäuser. Also es lohnt sich hierher zu kommen. Finde ich auch. Also wirklich super schön. Und auch in diesen ganzen alten Gebäuden gibt es dann halt viele schöne Läden und so weiter. Sei es mit Krimskram, sei es auch ein Steakhaus, was schön altertümlich ist. Also das ist schon sehr schön gemacht. Ja. So, und wir haben jetzt entschieden, wir wollten uns das jetzt alles in Ruhe anschauen. Mhm. Wenn ihr unbedingt mehr sehen wollt, dann kommt doch einfach hier nach Lüneburg. Auf jeden Fall unsere Empfehlung.
Genau, da gibt es einen Daumen hoch und wir melden uns dann aus dem Bulli wieder zurück. Bis später. 2 Stunden sind wir umhergelaufen, haben uns das schwangere Haus angeschaut. Ja, das hatten wir eben noch nach Kaffee und Kuchen und so. Genau, also wir haben einiges gesehen und wir sagen nochmal, fahrt hier nach Lüneburg und genießt es einfach. Ja, lasst euch nicht von irgendwelchen komischen Leuten anquatschen. Ja, also das war... Also ein bisschen strange, aber okay. Es war eine Person, die meinte, wir hätten da jetzt 300 Leute fragen sollen wegen Datenschutz, also... Ja, haben wir denn die überhaupt gefragt? Nö, haben wir nicht, aber die haben uns auch nicht gefragt, ob wir da filmen wollen, also... Die waren ja einfach da, was soll man denn machen? Wegzaubern? Unfassbar. Ja, das geht nicht. Tja, ja. Egal. Wir werden jetzt Richtung Geesthacht fahren, denn wir wollen jetzt an der Elbe. Denn irgendwie, es wird Zeit, wir haben Ende Januar und wir waren schon ewig nicht mehr an der Elbe, das geht gar nicht. Ja. Und sind mal an einem Punkt an der Elbe, wo wir sonst noch gar nicht waren. Mhm. Ja, schauen uns mal einen Platz da an, ob man da gut stehen kann. Auf jeden Fall ist die Elbe da nicht so breit wie in Hamburg. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja, wir lassen uns einfach überraschen, nehmen euch jetzt mit. Und sagen mal, wir sehen uns dann jo. Gleich wieder. Doch, gleich wieder. Bis gleich. Schon gesehen habt. Mit dem minus 11 Grad in Bergün. Und so weiter, aber zwischen ist immer noch ein bisschen Pause, damit man sich auch erholt. Der war aber mitten in der Innenstadt, da konnte man mit dem Auto nicht rein. Weil wir die Schiebetür regeln. Outtakes! Ach Gott.